Willkommen zu Brand Image, mein Name ist Chris, das hier sind die Releases der Kalenderwoche 16 aus dem Jahr 2023. Wir legen los. Kaihorn Frontmann Basti Basti mit Wir sind das Ende und ich war mir erst nicht sicher, was man hier erwarten kann oder erwarten soll, aber es hat mich überrascht, aber ein bisschen so 50-50. Es klingt rein textlich, finde ich, sehr nach einem Kaihorn Song. Allerdings haben wir hier das Instrumental, das sie dann doch extrem abhebt, denn das ist halt nicht so Metal-Geballer, sondern das ist sehr Cyberpunk-Elektromäßig, so ein bisschen wie das auch Lone Dance machen. Gefällt mir extrem gut, ich bin wirklich mega gespannt, was hier noch kommt. Empfehlung. Raum 27 mit Ruf mich nicht an, sehr entspannter Pop-Punk, der einen Text hat, der durchaus zum Nachdenken anregt. Außerdem finde ich halt dieses Kratzige, das wir hier in den Vocals haben, extrem geil. Das gefällt mir bei Casper, das gefällt mir bei Henning Mai, das gefällt mir bei Raum 27. Foo Fighters mit Rescued und das ist ja der erste Song nach dem Tod von Taylor Hawkins und da ist auch ein Album angekündigt worden, da reden wir aber am Mittwoch drüber. Ich will hier eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil den sollte einfach jeder, der so sehr into Music ist, vor allem eben mit diesem Taylor Hawkins Hintergrund, sollte dieses Lied einfach anhören, weil ich finde, man kann hier, glaube ich, sehr gut hören, in welche Richtung und vor allem gefühlstechnische Richtung das kommende Album gehen wird. The Boss Hoss featuring Electric Callboy mit Nice But No und das klingt halt einfach nur mega, mega interessant. Das Ganze klingt halt so Country-Metal-mäßig, also dass die Riffs praktisch Metal-Stil-technisch gespielt werden, aber dann doch eher gerade im Refrain mit einem eher Country-rockigen Sound. Und das ist eine sehr interessante Mischung und das funktioniert vor allem sehr gut. Vor allem finde ich aber, dass das Electric Callboy-Feature hier extrem gut reinpasst. Kevin und Nico passen da mega, mega gut drauf. Und das ist im Großen und Ganzen halt einfach so ein voll einfach zu verdauender Gute-Laune-Song, finde ich. Lärmliebe mit Meine Einsamkeit und Lärmliebe, da ist der Domi dabei, das ist der Frontmann und der war auch schon hier ab und zu auf dem Kanal. Und das Musikvideo zu Meine Einsamkeit, das hat der hier gedreht und geschnitten. Deswegen schaut es euch doch gerne mal an, damit ihr mal Machwerke sehen könnt, die, ja, ich hab's halt geschnitten. Nee, aber schaut es euch wirklich gerne mal an. Die Jungs bringen nächste Woche auch eine EP raus. Die wird Liebe ist Lärm heißen und ja, auschecken. Leon Asen featuring Dorian Grau mit Hilflos. Böhmermann und Schulz, Stefan Raab und Elton, Porky und Cryptic Joe, Bela und Farin, Leon Asen und Dorian Grau. Beide machen für sich selber großartige Musik, aber führt man sie zusammen, Chefskiss. Die Single wurde im Rahmen meiner Brand Image Direct vom 15. April 2023, Link in der Videobeschreibung, angekündigt. Jetzt ist sie draußen, die ist stark, reinhören. Eskalin mit Mein Freund. Und was könnte eine Band wie Eskalin wohl am 20. April für einen Song veröffentlichen? Spoilerwarnung, es geht nicht um einen schnurrbärtigen Mann. Und für mich sind Eskalin halt so eine Band, die könnten zu jedem, nennen wir es mal, Genussmittel einen Song machen und würden das treffen. So vom Gesamtaufbau des Songs. Die würden einfach das Thema treffen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne dass es demonetarisiert wird. Ich hoffe einfach, ihr wisst, was ich meine. Tarek KZ und die Drunken Masters mit Wach seit Mittwoch und die habe ich auch zufällig gerade hier, rein zufällig, die ist noch verpackt. Die EP ist nun draußen und ich habe bei der Ankündigung von der EP einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe komplett verpennt, dass das Lied Fusion ja schon veröffentlicht war, weshalb der einzig neue Track Weltraum war. Jedenfalls habe ich den jetzt im Voraus nicht mehr gefunden, also ich denke, das wird ein neuer sein. Und der ist halt auch überfett mit Tony D, das passt einfach. Da weiß der einfach, der Song geht nach vorne. Und ja, die EP kennen wir und ich würde mir wirklich hart wünschen, dass einfach alle Songs live in die Setlist genommen werden, weil die live einfach so dermaßen gut funktionieren. Absolut geil. Und wir kommen zu den Alben und fangen an mit Blond und Perlen. Als ich Blond als Voreck vor Kummer in München gesehen habe, habe ich mir so gedacht, okay, auf ein kommendes Album, da bin ich wirklich mal gespannt. Es gibt auf diesem Album einige Tracks mit einer gewissen Thematik und diese Thematik sind Männer. Und das fängt auch direkt bei Durch die Nacht an. Beziehungsweise geht es da eher so um das Aufwachsen in einer Männergesellschaft. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Als nächstes gibt es Männer und Männer geht nicht nur auf den Überschuss von Männern auf Festival-Line-Ups ein. Wir haben hier auch eine sehr schöne Anspielung auf It's Raining Men. Und das in der Thematik so verbunden und verpackt, großartig. Das ist absolut gut durchdacht. Mit dieser Thematik geht es auch zum Beispiel weiter in Lieder wie Du oder Ich oder auch Toxic. Und auch noch in einigen anderen. Das ist natürlich nicht das einzige Thema auf diesem Album, aber ich finde durchaus heutzutage auch das Wichtigste. Eine Band mit zwei Frontfrauen, die eben diese Thematik auf ihrem Album so stark thematisieren, finde ich stark. Außerdem sind die Songs musikalisch an sich halt auch einfach ziemlich geil. Also das Album taugt mir wirklich. The 69 Eyes mit Death of Darkness und das ist wirklich der gothicste Goth-Name, den ich jemals für ein Album gehört habe. Ich habe The 69 Eyes damals, glaube ich, 2013 oder 14 live gesehen in München und habe die danach irgendwie so komplett aus den Ohren verloren, weil Musik und Hören, das ist praktisch ein Genie, Chris.
Und deswegen war ich aber sehr vorfreudig überrascht, als ich jetzt bei den Releases über dieses Album gestolpert bin. Und ich muss sagen, das klingt halt wie ich The 69 Eyes noch von damals kannte. Also es ist absolut alles andere als schlecht. Es ist halt so ein 80s Goth Revival mäßiges Goth Rock Album. Und man muss jetzt hier keine große Revolution in dem Genre erwarten, aber es ist halt genau das, was man erwartet. Und das kann ja auch manchmal ganz gut sein. Und auch hier ist eben eine Thematik, eine Band, die es schon so lange gibt wie The 69 Eyes, muss die sich jetzt überhaupt noch neu erfinden? Nee, eigentlich nicht. Aber dieser 80s mäßig klingende Sound ist halt auch eigentlich gar nicht dumm nach großartigen Soundtracks wie von Wednesday oder Stranger Things. Also es macht schon Sinn, ja. Angus Mac 6 mit dem Album Angus Mac 6 and the Sword of Power. Und das ist einfach der Power-Metal-igste Power-Metal-Albumname, den ich je gehört habe. Ich habe aber auch noch nicht viele Power-Metal-Albumnamen gehört. Genauso wie Goth-Rock-Alben. Eigentlich egal. Das tut's nicht zur Sache. Aber das ist halt auch so irgendwie für mich jedenfalls, klingt das brutal nach übelstem Klischee-Power-Metal. Und jetzt weiß ich nicht, ist Power-Metal oft klischeehaft? Das Album beginnt direkt mal mit der Zeile Glory left my hammer, but now I wield my sword. Was, wie ich mir hab sagen lassen, eine Anspielung auf seine alte Band Glory Hammer ist. The more you know. Und das gesamte Album geht halt wirklich übelst nach vorne. Und so Songtitel wie Six Calibur, Laser Shooting Dinosaur, Starlord of the Sixth Stellar System und vor allem Just a Fool Would Play Tricks with Andy Mac 6. Habe ich das richtig gesagt? Ja, habe ich. Also sorry, aber das sind einfach so geile Songtitel, das ist der Wahnsinn. Im Großen und Ganzen bin ich aber jetzt eben nicht so krass tief im Power Metal drin, um zu sagen, yo, das sticht hier brutal raus. Für jemand, der eben nicht so krass in dem Genre ist, der Glory Hammer jetzt nicht wirklich kennt und jetzt das erste Mal Angus Mac 6 gehört habe, Andy Mac 6, Angus Mac 6, keine Ahnung, ich nehme jetzt nicht den ganzen Part neu auf, vielleicht habe ich es ein paar Mal falsch gesagt, I don't know. Long story short, für mich klingt das Ganze wie sehr spaßmachender Power Metal, der sich selber nicht sehr ernst nimmt, der Protagonist aber sehr viel Spaß hatte, das Ganze aufzunehmen. Und zu guter Letzt Enter Shikari mit A Kiss for the Whole World. Wisst ihr noch damals, als Enter Shikari Metalcore gemacht haben? Das ist lange her. Das ist sehr lange her. Das ist so lange her, dass es absolut nicht überrascht, dass wir hier kein Metalcore-Album haben, sondern eher ein sehr elektro-poppiges Indie-Rock-Album. Aber auch hier haben wir ab und zu eine kleine Prise Metal. Das Ganze klingt auch wirklich extrem gut. Ist für mich halt irgendwie klangtechnisch sowas wie Amo von Bring Me The Horizon. Oder nicht klangtechnisch, sondern so, das erinnert mich daran halt. Alleine für sich gestellt ist das Album wirklich gut, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich gehört habe, wie ich musikalisch zu dieser Band gekommen bin, dann kommt das bei mir halt nicht ganz daran. Vielleicht bin ich da jemand, der, was Musik angeht, zu sehr sich an die Vergangenheit klemmt. Wobei, nein, mein Lieblingsalbum von Die Ärzte ist nach wie vor Hell. Das war keine Hype-Entscheidung. Und ich würde auch gern zu The Shikari erwähnen, dass ich das Lied Goldfish auf dem Album wirklich absolut geil finde. Bester Song vom Album. Aber das waren die Releases der Kalenderwoche 16. Ihr könnt dieses Video jetzt natürlich noch sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musiknews, für Releases der Woche, ESC-Videos jetzt aktuell und bald Festival-Videos. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalte wieder ein.